Hier halten alle zusammen. Gemeinsam wird gelernt, gearbeitet und gelacht. Und ganz nebenbei entsteht etwas Großes, etwas Selbstgebautes. Aber fangen wir von vorne an. Meine Reise beginnt in Hannover. Mit dem Zug geht es nach Berlin und anschließend mit dem Flieger weiter nach Polen. Erster Stopp, wie es sich für einen Holzhandwerker wie mich gehört, der Baumarkt. Denn ich bin natürlich nicht hier, um Urlaub zu machen. Viel besser, ich bin hier, um zu helfen. Und zwar im SOS-Kinderdorf Kraschnik. Ich bin Jonas Winkler und ich bin heute in Kraschnik in einem SOS-Kinderdorf. Denn zusammen mit SOS-Kinderdörfer weltweit haben wir eine neue Videoreihe verwinklert. Und da besuchen wir heute eine ukrainische Familie, die aus der Ukraine flüchten musste und jetzt hier in diesem SOS-Kinderdorf wohnt. Die wollen wir heute überraschen und bauen was Schönes. Aber erst einmal zeigen mir Darek, der Leiter vom SOS-Kinderdorf, und Viktoria, sie ist Communication Managerin, das Dorf. Viktoria hilft mir und übersetzt für mich. 5 hectares area and in 14 buildings there is SOS families living. Was mir sofort auffällt, die vielen Bäume. Mann, ist das grün hier. Was natürlich in keinem SOS-Kinderdorf fehlen darf, Spielmöglichkeiten für die Kinder. My dzięki temu, że mamy ten większy teren, mamy trochę lepsze możliwości. Aha. Ale w każdej wiosce ta aktywność jest bardzo ważna. And thanks to the biggest territory, they have a little bigger opportunities for, for children and to develop actually their here. I mamy coś, co na pewno ciebie bardzo zainteresuje. We have something that you will be interested in for sure. It's the place where we work with wood. Oh, yes. Like a workshop. Yeah, it's like a workshop, like technical workshop that you will Jeśli be interested. Jeśli chcesz zobaczyć, to ci pokażę. It's amazing. That's a good place to work, maybe. Yes. Nice. Und die schauen wir uns jetzt mal an. It's a real workshop. Hier gibt es Maschinen, Werkzeug, Holz und natürlich jede Menge Platz zum Ausprobieren und Bauen. Seit Kriegsbeginn in der Ukraine gibt das SOS-Kinderdorf auch ukrainischen Familien ein Zuhause. Eine dieser Familien werde ich gleich treffen. The family is really nice, as all of our foster families, which we care of. The family is like being fostering family for 10 years, and they are raising 5 kids. There is a couple, Larissa and Volodymyr. And they raise for like teenagers and little girls, a really friendly one. And actually, they try to give their kids all the happiness inside the family they have and they can share. Für das Kennenlernen mit der Familie, aber auch mit den anderen Kindern im SOS-Kinderdorf habe ich Eis mitgebracht. Der Andrang ist groß, kein Wunder bei den heißen Temperaturen. Doch ich bin ja nicht nur zum Eisessen hier, sondern vor allem um zu helfen. Also für die Familien hier etwas zu bauen. Und zwar gemeinsam mit dem ukrainischen Pflegevater und seinen Jungs. Bei so vielen Helfern haben wir uns entschieden, das schöne Wetter draußen zu nutzen und alles draußen zu bauen. Nach einem kurzen Gespräch geht's ans Ausprobieren der Werkzeuge. Dabei kommen die Jungs auf ganz neue Ideen. Wir wollen heute ein Balanceboard bauen. Wie man sieht, geht's hinter mir eigentlich schon los. Der Einzige, der fehlt, bin tatsächlich ich. Und deswegen, let's go! So we need to start by drawing a shape. Insgesamt wollen wir 3 Balanceboards bauen, und zwar mit einfachen Mitteln, sprich wenig Werkzeug, sodass die SOS-Kinderdorf-Familien dieses Projekt auch ohne mich ganz einfach nachbauen können. Was mir besonders wichtig ist, die Familie entscheidet selbst, wie die Balanceboards aussehen soll, und der Spaß steht am heutigen Tag natürlich im Vordergrund. Was ich schnell merke, meine Helfer nehmen das Bauen ziemlich ernst. Da wird wirklich so lange nachgearbeitet, bis die Form perfekt passt. Im SOS-Kinderdorf finden elternlose und verlassene Kinder ein neues Zuhause. Sie wachsen dort in einer SOS-Kinderdorf-Familie auf. Aktuell leben hier im SOS-Kinderdorf 60 Kinder und Jugendliche. Als der Krieg in der Ukraine ausbrach, haben die SOS-Kinderdörfer in Polen als Nachbarland schnell gehandelt. Viele Kinder und Familien in Not aus der Ukraine wurden in verschiedenen SOS-Kinderdörfern in Polen aufgenommen. Vor dem Bauen haben mir die Jungs übrigens erzählt, dass sie sich im SOS-Kinderdorf sehr wohlfühlen. Vor allem die Sportplätze haben es den Geschwistern angetan. Gemeinsam spielen sie gern Tischtennis, Badminton, Volleyball oder Basketball.
Und auf die Frage, ob sie hier bereits Freunde gefunden haben, bekomme ich ein klares Ja zu hören. Aktuell lernen die Jungs übrigens Polnisch, um sich hier noch besser zurechtfinden zu können. Doch auch mit ihrer Heimat der Ukraine bleiben sie eng verbunden, denn dort gehen sie weiterhin zur Schule. Aufgrund des Krieges findet der Unterricht nur online statt. Nachdem die Bretter fertig ausgesägt sind und alle Oberflächen und Kanten geschliffen wurden, muss noch das Rohr zugeschnitten werden. Und dann bekommen die Bretter auch noch Farbe. Alle malen mit und so entstehen drei ganz einzigartige Kunstwerke. Und was ist das Beste nach der Arbeit? Na klar, das Ausprobieren. Balance Boards sind übrigens super, um Muskeln zu trainieren, Gleichgewicht zu stärken und die allgemeine Koordination zu fördern. Dann darf auch ich die Balance Boards ausprobieren und was soll ich sagen? Es sieht definitiv leichter aus, als es ist. Vielleicht klappt es ja auf dem gepflasterten Weg besser. Das war ein unglaublich schöner erster Tag, den ich heute im SOS Kinderdorf hatte. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, zusammen mit den Kindern bzw. mit der ganzen Familie, diese drei Projekte, die eigentlich nur eins sind, umzusetzen. Das Schöne ist, sowas ist in solchen SOS-Kinderdörfern möglich, eine Familie, die Spaß hat. Allerdings ist das Ganze natürlich auch finanziert von Spenden. Und wenn ihr jetzt eventuell die Möglichkeit oder auch die Chance habt, helfen zu können, dann könnt ihr das gerne tun, indem ihr zum Beispiel einmal spendet oder halt nachhaltig regelmäßig mit zum Beispiel der Krisenhelferspende, wo ihr speziell solche Familien wie diese hier aus der Ukraine unterstützen könnt, beziehungsweise Länder, wo es halt aktuell nicht ganz so gut läuft. Hast du nicht gerade gesagt, das war das erste Mal? Ja, das Schöne ist, ich bin morgen nochmal hier. Das heißt, in der nächsten Folge sehen wir uns hier in Polen wieder. Also bis dahin, macht's gut. Ciao.